So, mein Name ist Rainer Land. Ich spreche über die Wirtschafts- und Sozialpolitik auf dem Weg in die deutsche Einheit. Und dazu müssen wir zunächst etwas in die Geschichte zurückgehen, nämlich in den Beginn der Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland von den vier Siegermächten der Alliierten besetzt. Der Osten Deutschlands von der sowjetischen Armee und der Westen von den britischen, amerikanischen und französischen Streitkräften. Und die Aufteilung Deutschlands in die vier Besatzungszonen hat dann auch präformiert, hatte Folgen bis in die Gegenwart hinein für die Entwicklung. Ein Teil Deutschlands, man sieht es auf der Karte hier, wurde Polen und der Sowjetunion zugeschlagen. Das war das frühere Schlesien und Ostpreußen. Und der Teil, der sowjetische Besatzungszone wurde, ist dann später zur DDR geworden und die drei westlichen Besatzungszonen sind zu Westdeutschland geworden, zur Bundesrepublik Deutschland. Auch West-Berlin wurde in vier Besatzungszonen aufgeteilt und der Teil, der West-Berlin wurde, ist dann auch stark mit der Bundesrepublik wirtschaftlich verflochten gewesen und diese Entwicklung hatte große Bedeutung für die Folgejahre. Weil für Ostdeutschland spielte eine große Rolle, dass die Schwerindustrie im Wesentlichen in Schlesien, also im späteren Polen und im Ruhrgebiet, also in späteren Westdeutschland lag und deshalb in der ostdeutschen Wirtschaftsstruktur fehlte und man vieles neu organisieren musste. Aber zum Ausgangspunkt muss noch gesagt werden, dass die Alliierten zunächst gemeinsame Prinzipien für alle Besatzungszonen festgelegt hatten und das eigentlich auch beabsichtigt war, Deutschland als Ganzes, als Staat zu erhalten. Beschlossen war, dass die Entwicklung die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland so stattfinden sollte, dass eine Entnazifizierung stattfindet, also Kriegsverbrecher und NS-Unterstützer enteignet werden, dass die Wirtschaft entkartellisiert wird, also große Konzerne und Banken in kleinere Einheiten zerlegt werden, Dezentralisierung und Entflechtung. Das war für alle Besatzungszonen gleichermaßen vorgesehen. Eine Bodenreform, Enteignung des Bodens von Kriegsverbrechern und NS-Unterstützern und auch von sehr großen Agrarbetrieben. 100 Hektar war im Osten die Obergrenze. Und es sollten Reparationen und Demontagen stattfinden, also große Industriebetriebe, Anlagen, Schienen und anderes sollte abgebaut werden. Ziel war, die industrielle Kapazität in Deutschland insgesamt auf 50% abzusenken, damit Deutschland nicht mehr in der Lage ist, wieder einen Krieg zu beginnen. Aber diese Prinzipien wurden unterschiedlich umgesetzt. In der sowjetischen Besatzungszone sehr strikt. Und in den westlichen Besatzungszonen weniger und vieles wurde dann auch wieder rückgängig gemacht, sodass dann am Ende die Wirtschaftsstruktur sehr unterschiedlich war. Im Westen wurde sehr viel weniger abgebaut als im Osten und während 1938 Ost- und Westdeutschland noch etwa das gleiche wirtschaftliche Entwicklungsniveau hatten, war es 1950 so, dass in Ostdeutschland nur noch 50% der Kapazität vorhanden war, sodass also die Startbedingungen im Osten und im Westen sehr unterschiedlich waren. Nun sehen wir auf dieser Folie dann die Situation, wie sie bei der Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 war. Im Osten ist die DDR, im Westen die Bundesrepublik mit den Bundesländern und wir sehen auf den zwei Bildern, die hier zu sehen sind, die Befestigung der Grenze, das war 1961. Die Entwicklung beginnt also so, dass nach dieser Zeit, 45 bis 49, mit den Besatzungszonen zwei unterschiedliche Staaten gegründet wurden und der beginnende Kalte Krieg also auch dazu geführt hat, dass diese Entwicklung sehr gegensätzlich abläuft. In der Bundesrepublik, im Westdeutschland, wurde von 1949 bis 1958, würde ich eine erste Phase nennen, etwas aufgebaut, was ich eine gelenkte soziale Marktwirtschaft mit kapitalistischer Sozialstruktur nennen würde. Also eine Marktwirtschaft, die durch staatliche Steuerung in bestimmter Weise gestaltet wurde. Dazu gehört insbesondere der Aufbau des Sozialstaats,
Ich habe das in einem Buch Teilhabekapitalismus genannt, nicht nur in Westdeutschland, sondern auch in den USA oder in Japan würde man das so nennen. Also ein Kapitalismus, der mit Wohlfahrtskomponenten und mit einer relativ starken Verbesserung der Lebenssituation auch für die Mittelschichten und die Arbeiter verbunden ist. Die Entwicklung in der DDR lief sozusagen in Richtung einer Planwirtschaft, die im Wesentlichen am sowjetischen Modell orientiert war und also eine zentrale Planung vorsah, eine Preiskontrolle und Vorgaben, staatliche Vorgaben für jeden Betrieb, was er zu produzieren hat, welche Ressourcen er bekommt und so weiter und so fort. Im Bereich der Agrarwirtschaft wurde zunächst durch die Bodenreform kleine bäuerliche Betriebe errichtet, die dann später in den 50er Jahren bis Anfang der 60er Jahre in landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften umgewandelt wurden. Also man versuchte von der Eigentumsordnung her ein Volkseigentum bzw. ein genossenschaftliches Eigentum zu entwickeln, und das hat sich bis in die 80er Jahre hinein auch war das die dominante Eigentumsform. Nun ist es so, dass die Entwicklung in der Bundesrepublik in Westdeutschland sehr dynamisch und sehr gut lief, die 50er und 60er Jahre. 1966 gab es eine erste kleine Wirtschaftskrise, die zunächst mit einer keynesianischen Globalsteuerung bewältigt wurde. Also es gab keinen großen Einbruch, nicht vergleichbar etwa mit dem, was wir hier im Jahr 2007 bis 2009 hatten. Aber eine erste kleine Krise hat natürlich einen gewissen Schockcharakter gehabt für das Ende der großen Aufstiegsperiode der Nachkriegszeit, diesem Wirtschaftswunder. Aber man hat weiterhin am Sozialstaat gebaut und hat den weiter vervollkommnet. In der DDR gab es in den 50er Jahren dagegen doch starke Schwierigkeiten, die zurückzuführen sind auf die mangelnde Wirtschaftsstruktur, auf diese durch Reparationen schon bedingte Defizite. Dann gab es ein großes Problem mit der Abwanderung. Sehr viele DDR-Bürger haben die DDR verlassen in Richtung Westdeutschland. Und das hat dann 1961 zur Schließung der Grenze, dem sogenannten Mauerbau, geführt. Danach hat also die Abwanderung notwendigerweise abgenommen und es gab durchaus eine Stabilisierung. Bis Anfang der 70er Jahre hat sich die DDR-Wirtschaft etwas günstiger entwickelt. Eine Zäsur sind aber dann in beiden Staaten die 70er Jahre. In den 70er Jahren gab es weltweit bekanntermaßen den Ölstock, also eine drastische Erhöhung der Ölpreise, Verknappung von Öl. Es gab autofreie Sonntage, wo die Leute also zu Fuß gehen mussten in Westdeutschland. Aber vor allen Dingen gab es eine Auseinandersetzung um die Frage, ob man den Sozialstaat überhaupt weiter finanzieren kann, weiter ausbauen will oder nicht. Auf jeden Fall war das eine Zäsur, die zu einer Veränderung der Entwicklungsrichtung geführt hat. Und in den 80er Jahren wurde sozusagen dieser Wohlfahrtsstaat in Richtung Finanzmarktkapitalismus umgebaut. Wir haben also da eine weitere Zäsur in den 80er Jahren, die ausgehend auch von den USA und von Großbritannien eine neue Entwicklungsrichtung einschlägt, Finanzmarktkapitalismus. In der DDR war auch die 70er Jahre eine Zäsur, das war der Wechsel auch von Ulbricht auf Honecker. Die Versuche mit Reformen in den 60er Jahren, neues ökonomisches System, wurden beendet in den 70er Jahren. Es gab den Versuch, durch Verbesserung der Einkommens- und der Lebenssituation für die breite Bevölkerung eine größere Zustimmung zur DDR zu bekommen. Das ist auch ein bisschen gelungen, aber letztendlich in den 80er Jahren zeigte sich dann, dass die erhofften wirtschaftlichen Effekte ausblieben. Die DDR musste zunehmend auf Kredit leben und hat sich stark verschuldet. Ende der 80er Jahre hat man dann versucht, diese Verschuldung wieder abzubauen und hat entsprechende Kürzungen eingeführt, und letztendlich kam es dann Ende der 80er Jahre zu einer zunehmenden Unzufriedenheit. Viele DDR-Bürger haben dann die DDR verlassen, zum Teil übers Ausland, und im Herbst 1989 bekanntermaßen kam es zu der Wende oder zu der friedlichen Revolution, wie immer man es nennen will. Auf jeden Fall wurde die SED-Herrschaft gestürzt. Anfang 1990 stand eben die Frage,
wie geht es nun weiter? Das ist sozusagen das eigentliche Thema, deutsche Einheit. Aber die Voraussetzungen von vorher muss man kennen. Es gab drei mögliche Entwicklungspfade, die man einschlagen konnte, nachdem das politische System der DDR zu Fall gebracht worden ist. Die erste Variante war Reform eines sozialistischen Wirtschaftssystems, also eine andere, bessere, funktionsfähigere Variante von Sozialismus aufzubauen. Das haben natürlich viele Leute gewollt, aber es fand wenig konzeptionelle Grundlagen, es gab zu wenig konzeptionelle Vorstellungen, wie das aussehen sollte, und es gab keine hinreichende Unterstützung der Bevölkerung. Am Anfang ja, aber spätestens im Februar 1990 bröckelte die Unterstützung, sodass also dieser Weg faktisch nicht mehr möglich war. Die zweite mögliche Entwicklungsrichtung wäre eine schrittweise Transformation gewesen, also über mehrere Schritte hin zu einer Marktwirtschaft umzubauen, das System, aber langsam und unter Erhaltung der vorhandenen Potenziale, also der Betriebe. Es wird oft gesagt, ein solcher Weg ist nicht möglich, aber ein Blick auf China zeigt, dass so eine schrittweise Transformation sehr erfolgreich sein kann. Auch dieser Weg ist aber dann ausgeschlossen worden, vor allen Dingen aus zwei Gründen. Erstens wollte ein großer Teil der DDR-Bevölkerung einen schnellen Beitritt zur Bundesrepublik, um ihre Einkommens- und Lebenssituation zu verbessern. Und auch die westdeutsche Elite war mehrheitlich, nicht ganz, aber mehrheitlich nicht für eine schrittweise langsame Transformation, sodass dann also der dritte Pfad eingeschlagen wurde, mehr oder weniger über eine Schocktherapie, die DDR innerhalb kurzer Zeit der westdeutschen Wirtschaft anzuschließen. Das ist also auch eine Schocktherapie, die erfolgte über drei wichtige Schritte. Das eine war die Währungs- und Wirtschaftsunion, die bereits im Juni 1990 vereinbart wurde, also noch zu Zeiten, als die DDR als Staat noch bestand. Es wurde die D-Mark eingeführt und die Betriebe wurden nach und nach in Rechtsformen umgewandelt, die mit der Bundesrepublik vereinbar sind, mit dem westdeutschen Recht vereinbar sind. Und es wurde begonnen, ein Sozialsystem aufzubauen in der DDR, was also auch ebenfalls dem Westdeutschen entspricht. Und im Herbst 1990 gab es dann die staatliche Vereinigung durch Beitritt im Oktober 1990. Das Problem ist, dass diese Transformation im Wesentlichen bedeutete, dass die westdeutschen Institutionen 1:1 auf Ostdeutschland übertragen wurden und es keine Innovation und keine tiefgreifenden Reformen gab. Es gab auch keinen Weg zurück zu der gelenkten Marktwirtschaft, die Westdeutschland noch in den 50er und 60er Jahren hatte. Sondern es gab im Wesentlichen einen Weg, der in die Entwicklung des Finanzmarktkapitalismus hinein mündete. Meiner Ansicht nach ist das auch ein Grund für die anschließenden Probleme. Wir haben eben keine Transformation gehabt in eine gelenkte Marktwirtschaft, sondern in eine spontan durch Finanzmärkte gesteuerte Wirtschaft. Ich teile dann die Entwicklung der Folgejahre in drei Etappen ein. 1990 bis 1999 nennen wir das fragmentierte Entwicklung. Fragmentiert, weil es ganz starke Unterschiede gab. Fragmentierte Entwicklung und weitere Transformationen in den Finanzmarktkapitalismus. Dann haben wir eine weitere Entwicklungsetappe 2000 bis 2009. Weiterer Ausbau des Finanzmarktkapitalismus, Abbau des Sozialstaats durch die Agenda 2010, ebenfalls mit Wirkung auf Ostdeutschland. Und wir haben dann von 2007, 2009 die Finanzmarktkrise und die daran anschließende Depression, die also auch Ostdeutschland stark betroffen hat. Ja, zur Transformation selber in den 90er Jahren will ich noch als ein paar Stichpunkte nennen. Also das eine war schon gesagt, die Währungsunion, die Einführung der D-Mark und die Übernahme des westdeutschen Sozial- und Wirtschaftsrechts. Die entsprechenden staatlichen Steuerungsorgane. Der zweite wichtige Punkt ist, die Bundesbank wird die Zentralbank, auch für Ostdeutschland natürlich. Übernahme des westdeutschen Sozialsystems, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Dann werden die Bundesländer wieder eingerichtet. Also vorher gab es ja in der DDR Bezirke und die werden aufgelöst. Es gibt wieder die ostdeutschen Bundesländer.
Und wir haben ein großes System von Transferzahlungen von Westdeutschland nach Ostdeutschland, weil diese Schocktherapie zu einem dramatischen Abbau, wir werden das gleich noch sehen, von wirtschaftlichen Potenzialen zunächst mal geführt hat. Und um das zu kompensieren und Ostdeutschland überhaupt am Laufen zu halten, musste sehr viel Geld in den Osten transferiert werden. Da komme ich gleich noch mal drauf. Die Kosten werden insgesamt auf 2.000 Milliarden D-Mark, nee, Euro geschätzt, 2.000 Milliarden Euro geschätzt für die gesamte Zeit bis heute. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, manche sagen auch 1.500, aber in jedem Fall ist es ein sehr großer Betrag. Ja, vielleicht noch zur Landwirtschaft ist noch zu sagen, in der Landwirtschaft wurde ebenfalls eine Transformation in kapitalistische Form beigeführt. Die Genossenschaften hatten die Möglichkeit, sich entweder eine GmbH oder in eine eingetragene Genossenschaft zu verwandeln, oder manche Betriebe wurden auch ganz verkauft und durch westdeutsche Eigentümer übernommen. Ja, wir kommen jetzt zu den Finanzen, zu den finanziellen Kosten dieser deutschen Einheit. Ich habe hier eine Folie, da sieht man die gesamten Kosten von 1991 bis 2005. Das ist die Zeit, in der der Solidarpakt also auch formell wirkte, und wir sehen für jedes Jahr, wie viel Transfers von West nach Ost geflossen sind. Transfers einerseits für Sozialversicherung, das ist mit der größte Posten. Dann Transfers, die aus den westdeutschen Bundesländern oder eben aus den Bundeskassen kommt. Und ein großer Teil betrifft die Transfers durch die Treuhandanstalt, weil die Treuhand hat ja die ehemaligen volkseigenen Betriebe privatisiert, und da ist eben nicht, wie man anfangs gedacht hat, viel Geld eingenommen worden, sondern im Gegenteil, man musste sehr viel Geld dazu zahlen, damit die Betriebe überhaupt übernommen wurden. Es ist vielleicht noch wichtig, dass bei der Privatisierung der Treuhand, ich will hier noch ein Zitat bringen, von 12.000 Unternehmen 7.800 in Privat- oder Kommunaleigentum übergegangen sind, 2.700 Management-Buyouts, also das ist sozusagen an das Management der Betriebe übernommen worden, und ungefähr 4.000 Unternehmen sind ganz aufgelöst worden und verschwunden. Ja, das zu den Kosten, die dieser Transformationsweg bedeutet. Nun noch zu einigen Folgen. Dieser Transformationspfad, Schocktherapie durch Währungs- und Wirtschaftsunion in relativ kurzer Zeit, hat dazu geführt, dass es in den ersten Jahren dramatisch abwärts gegangen ist. Große Teile der DDR-Wirtschaft sind verloren gegangen und mussten neu aufgebaut werden, daher eben diese hohen Kosten. Vor allen Dingen aber hat es das langfristige Ergebnis, dass keine originär neuen Potenziale aufgebaut wurden in Ostdeutschland, sondern dass wir eine Situation haben, dass die meisten ostdeutschen Betriebe Filialen westdeutscher Betriebe sind, dass es wenig originäre ostdeutsche eigene Entwicklungen gegeben hat. Also die innovative Komponente ist schwach. Und es hat diese Fragmentierung gegeben. Es gibt einzelne Inseln mit sehr guter wirtschaftlicher Entwicklung, zum Beispiel Jena, Dresden. Aber es gibt andererseits Regionen, die außerordentlich schlecht wirtschaftlich dastehen, zum Beispiel Vorpommern. Ja, und eine weitere Folge davon ist, dass wir alle Probleme, die der Finanzmarktkapitalismus insgesamt hat, natürlich jetzt auch in Ostdeutschland haben. Spekulation, Bodenpreise, Grundstückspreise gehen nach oben und eine enorm steigende soziale Ungleichheit, Einkommensungleichheit. Also es gibt viele Reiche, aber noch viel mehr Leute mit Armut und Arbeitslosigkeit. Da komme ich gleich nochmal zurück. Und zu den weiteren Folgen gehört eben noch der Eliteaustausch. Große Teile der wichtigen Positionen in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, sind nicht von Ostdeutschen ausgeübt worden. Ostdeutsche waren oft Bürger zweiter Klasse. Ja, zu einer Folge habe ich hier noch eine Grafik. Das ist die Entwicklung der Arbeitslosigkeit. Und wir sehen an dieser Grafik, dass die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland lange Zeit doppelt so hoch war und
teilweise bis zu 20% erreicht hat, während sie in Westdeutschland im höchsten Punkt mal knapp 10% war. Also Arbeitslosigkeit ist eins der weiteren Probleme. Dann habe ich hier noch eine Grafik, die die Lohnentwicklung zeigt. Und wenn man sich die in Ruhe anguckt, dann sieht man, dass die Entwicklung in der Zeit, die ich als Teilhabekapitalismus bezeichnen würde, also bis in die frühen 70er Jahre hinein, relativ gleichmäßig ist. Die Löhne sind so gestiegen wie die Produktivität. Und die Einkommen aus Unternehmen und Vermögen sind ebenfalls so gestiegen, sodass die drei Kurven hier ziemlich übereinander liegen. Aber es teilt sich dann in zwei großen Schritten. Anfang der 80er Jahre steigen die Löhne nicht mehr entsprechend mit, also langsamer als die Produktivität. Und dann nochmal besonders Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre mit der berühmten Agenda 2010 wird dann ein weiterer Höhepunkt der Auseinanderentwicklung von Unternehmens- und Vermögenseinkommen auf der einen Seite und Lohneinkommen auf der anderen Seite erreicht. Das hat auch enorme Folgen für die Beziehungen innerhalb der Europäischen Union. Niedriglohnsektor ist in Ostdeutschland doppelt so groß wie in Westdeutschland. Das spielt auch eine wichtige Rolle bei der entstehenden sozialen Ungleichheit. Und am Ende ist noch eine Tabelle zu sehen. Da habe ich also nochmal die Daten zusammengestellt für die Entwicklung von 1989 bis 2018. Die kann man sich dann noch ansehen. Und daran sehen wir in der ersten Zeile, ich habe hier die entsprechenden Punkte gelb markiert, dass die Bevölkerung in Ostdeutschland von 15,2 Millionen auf 12,6 zurückgegangen ist. Wir haben also eine enorme Bevölkerungsabwanderung, vor allen Dingen der jüngeren Generation, also der leistungsstärksten Generation zwischen 20 und 30 Jahren, 35 Jahren. Wir haben einen entsprechenden Rückgang der Erwerbstätigen von fast 9 auf 6 Milliarden. Und wir sehen, dass in den beiden unteren Zeilen, die gelb markiert sind, dass die Produktivität seit 2008 nicht mehr steigt. Dass wir also das BIP pro Einwohner auf dem gleichen Niveau verharrt. Also die ganze Transformation hat dazu geführt, dass zwar nach einem Einbruch ein Aufholen gab, aber am Ende die Entwicklung in Ostdeutschland bei etwa 80% der Westdeutschen stagniert und das entspricht auch den Einkommen.